Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Hühnchen im Blech. So, wir fangen an jetzt mit Zutaten. Ich habe 1 Kilo Hähnchenbrust, 3 Esslöffel Joghurt, mittelgroße Zwiebel eine große Zehe Knoblauch, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Thymian, 1 Teelöffel Cayennepfeffer, 1 Teelöffel süße Paprika, 3 Teelöffel Dönergewürz oder könnt ihr auch Hähnchengewürz nehmen und 3 Teelöffel Salz. Pfeffer, bunte Paprika von der Mühle. Okay, wir machen erstmal die Marinade. Das Fleisch tue ich mal weg. Das muss ich echt weg tun. Zur Marinade tue ich erstmal Mixer. Zwiebel und Knoblauch rein. Fertig. Gott sei Dank, geht's gut. So. Tun wir es hier rein alles. Das mache ich auch weg muss. Gott, Moritz. Du bist zu schnell. Ich bin zu schnell, Rot, dann mache ich gemütlich. So, okay. Jetzt tun wir alles in die Schüssel rein. Öl, ich muss das anheben, das abtropft. Joghurt auch rein. Was noch? Die Salz und Pfeffer. Jetzt Pfeffer von der Mühle. Gut, fertig. Alles weg. So, die Marinade schön umrühren. Okay, fertig. So, die tue ich auch jetzt auf Seite. Wir holen jetzt den Fleisch. Halt, ich brauche andere. Das möchte ich nicht machen da. Da will ich ja kein Fleisch mehr. So, extra. So, Hähnchenbrust habe ich mit kaltem Wasser bitte anheben. Schön waschen. Wie ihr seht, unten ist immer diese Stelle, sind immer Knochen manchmal. Und die muss man auch entfernen. Nicht vergessen. Immer manchmal. Achso, war das jetzt? Immer manchmal. Okay, ich muss das hier hinstellen. Das mache ich weg halt. Gut, weißt du, das stört dann nachher die Fett und so. Weg, ist sauber. Guck, siehst du das? Guck mal hier. Siehst du? Nichts gut. Die müssen wir immer wegmachen. Den Fleisch jetzt ganz dünne Scheibe schneiden. Am besten Messer bitte schräg heben, also nicht so heben gerade und dann so. Das geht dann viel leichter, dann passiert auch nichts, dass mein Finger schneidet. Ich zeige jetzt nur eine, das Rest mache ich dann nachher. Wenn es so dick ist, hinten, dann teile ich zwei. Dann kann ich auch. Soll ich mal einen zeigen, wie dünn ist? So dünn halt. Okay. Ich mache jetzt so weiter, bis alle fertig ist. Bis gleich. Ich schneide jetzt der letzte. War so viel? Mensch. Aber guck mal, wie ich geschnitten habe. So dünn, guck mal. Schön, gell? Guck so. Dünne Scheibe. Gut, ist okay? Ja. Gut, so, fertig. So, jetzt tun wir es in der Marinade rein, alles. Oh, das gibt ja eine Menge Döner. 1 Kilo. Achso. Egal, nennen Sie wieder weg. Okay. So, jetzt schön umrühren, bitte. Sieht gut aus, oder? Glaube ich gut. Das reicht, ich glaube. So. So, jetzt tun wir das zudecken. So, ich tue sie jetzt in den Kühlschrank, wenigstens bitte 1 Stunde Kühlschrank drin lassen. Oder ihr könnt auch länger drin lassen, bis zu 5 Stunden Kühlschrank.
Ich tue aber jetzt erstmal eine Stunde. Bis gleich. Jetzt geht's weiter. Ich habe das Hühnchen 2 Stunden in den Kühlschrank gelassen. Machen wir das auf. So, etwas jetzt nochmal umrühren. Okay. So. Und der Backblech ist Durchmesser 37. Mit Olivenöl etwas einpinseln. Jetzt tun wir das hier alles rein. Okay, jetzt tun wir das mal verteilen. Jetzt noch Butter noch drauf etwas, wenn ihr möchtet halt. Aber ich mache es halt drauf, damit nicht so trocken ist. Verteilen wir überall, so 50 Gramm ungefähr. So, okay. So, Backofen ist 220 Grad. In der mittleren Schiene kommt es rein. Sogar 30 bis 40 Minuten. Ich werde genau ungefähr Zeit angeben. Ich werde genau ungefähr Zeit angeben. Ist okay. Okay. Oh. Vorsicht. Ja, ich stelle erst mal 30 Minuten und kontrolliere. Bis gleich. Das Hühnchen hat 40 Minuten gebraucht. Jetzt hole ich sie raus. Mal aufpassen. Ja. Okay. So. Okay, tun wir noch etwas roten Zwiebel und Petersilie drauf. Habe ich ein bisschen vorbereitet. Etwas drauf. Nicht so viel, oder? Reicht so. Okay. So, so kann man sie dann servieren. Ich empfehle dann Fladenbrot oder Dürrenbrot. Hühnchen, guten Appetit mit Hühnchen. Bis nächste Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.